Guten Morgen, heute wird es etwas britisch. Das erinnert mich so ein bisschen auch an meine Zeit in Australien. Da gab es jeden Morgen in dem Haus, wo ich gewohnt habe, bei einem britischen Pärchen einen Morgentee, das heißt ein bisschen schwarzen Tee zusammen mit einem kleinen Schluck Milch und dann das Ganze kurz umrühren und genießen. Das war das Morgenritual, das ich dort eine ganz schöne lange Zeit hatte. Und wir schauen heute very British auf ein paar Währungen im britischen Raum. Genauer gesagt, euro-britisches Pfund. Wir sehen es im Hintergrund schon. Sehen wir hier die Pause vor dem nächsten Move. Brexit hat einiges zu tun damit. Das beeinflusst die Währung selbstredend. Dann haben wir auf der Uhr heute British Pfund, Australdollar und britisches Pfund, japanischer Yen. Die beiden Märkte eher bärisch. Ja? Logisch, ganz klar, das britische Pfund steht vorneweg. Und zu diesem Thema eine Währung vorneweg oder eine Währung hinten dran. Und dann das Thema mit dem Future, das ich gestern hatte, das hat bei dem einen oder anderen für ein bisschen mehr Fragen gesorgt, als ich das gedacht hatte. Aus dem Grund werde ich hier in der nächsten Handelswoche, also nicht diese Woche Freitag, da habe ich den Wieland hier mit zu Gast, sondern nächste Woche Freitag, da sprechen wir nochmal drüber, wie das mit der Einschätzung ist von Stärke und Schwäche bezogen auch auf die Futures, weil das ist eine schöne Hilfe, die man sich durchaus mit dieser kleinen Eselsbrücke auf die, sage ich mal, Agenda legen kann. Da schauen wir aber nochmal ganz genau rein. Also ich habe gemerkt, die Anfragen sind auch gekommen. Das Ganze wird dann nächste Woche Freitag besprochen. Ist ja auch die guten Morgengrüße, jawohl, und wieder das Battle um den ersten hier. Danke auch dafür. Und der Tee schmeckt lecker, wie immer. Bevor wir jetzt hier reingehen, natürlich wie immer der Risikohinweis hier: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich bitte das Ganze hier wie immer in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen und natürlich auch die Frage, beziehungsweise die Frage nicht. Ich sehe schon auch hier in Zoom gibt es die Rückmeldung, dass Bild und Ton gut sind. Gerne Fragen rein in die Chats, das wollte ich gerade noch sagen. Also auf Zoom und auf Facebook nutzen Sie hier die Felder, die Chatfelder, um den einen oder anderen Wunschmarkt auch analysieren zu lassen. Also starten wir durch hier. Zuerst noch der Blick in die Session am Freitag. Ich hatte das avisiert. Ich habe mal wieder ein Trader-Spezial. Wir haben ja immer mal wieder die Chance, oder ich habe glücklicherweise immer wieder die Chance, dass der ein oder andere Trader hier, den wir in der deutschen Trading-Szene haben, sagt: pf, klar, komme ich mal zu dir in die Sendung morgens rein, können wir ein bisschen plaudern, zeige ich ein bisschen so meinen Trading-Stil. Das machen wir diese Woche mit dem Wieland Alt. Das Ganze ab circa 9 Uhr. Und der Wieland ist jemand, der gerne kurzfristig Intraday tradet. Sein Hauptinstrument ist der Dow. Auch das wird hier viele Leute freuen, auch da mal hier jemand anderem über die Schulter zu blicken, der regelmäßig damit an den Märkten Geld verdient. Also ich freue mich, den Wieland hier am Freitag begrüßen zu dürfen. Bis dahin schauen wir uns allerdings noch ein bisschen die Märkte entsprechend mit an. Wir schauen auf Nachrichten. Nachrichten gab es heute Morgen aus China recht gute. Die Industrieproduktion wächst in China weiter. 4,8 waren es bei der letzten Betrachtung. Heute aktuell haben wir hier 5,6%. Die Zahl ist grün, weil es auch über den Prognosen der Analysten lag. Aus Großbritannien haben wir Arbeitslosenzahlen gesehen. Die waren besser als erwartet. Deswegen hier mit 74.000 die Zahl in grün. Und wir bekommen heute Morgen sehr, sehr wichtige Nachrichten in Deutschland, Wirtschaftsnachrichten. Und zwar gibt es hier die ZEW-Konjunkturdaten. Das heißt, wir bekommen hier die Einschätzung der aktuellen Lage und die Konjunkturerwartung. Und das sind wirklich sehr, sehr wichtige Sachen, die wir hier auf der Uhr haben. Darauf dürfte der DAX auch ein bisschen warten und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf diese Daten entsprechend reagieren. Das Gleiche bekommen wir natürlich auch für die Eurozone. Dann kriegen wir noch die Lohnentwicklung. Also das ist immer so ein bisschen auch zu sehen, wie entwickeln sich denn entsprechend hier die Löhne. Aber wie schon gesagt, ZEW ist erstmal am Vormittag das Allerwichtigste. Aus den
USA bekommen wir dann am Nachmittag neben dem New York Empire State Herstellungsindex auch die Entwicklung der Import- und Exportpreise. Preisentwicklung, da dürften nicht allzu viele Erwartungen oder beziehungsweise böse Überraschungen kommen. Die Industrieproduktion gibt es ebenfalls noch um 14:45 und dann bekommen wir am Abend aktuell um 22.30 Uhr deutscher Zeit einen Einblick in den API-Rohöl-Lagerbestand. Da hätten wir das, die Nachrichten für den heutigen Tag, schon durchgesprochen. Ich sage aber an dieser Stelle auch immer wieder, bitte die einzelnen Nachrichten für die selbst gehandelten Assets auch mit prüfen. Ich kann hier natürlich nicht jede einzelne Nachricht auf Sachhaltigkeit mit in die Morgensendung bringen. Das wird einfach zu viel, das sprengt den Rahmen. Von der Seite her bitte immer schön schauen. Wer nicht weiß, wie das geht, wo er nachschauen soll, bitte einfach mal nachfragen. Dann kann ich das Ganze hier auch mal mit in die Sendung aufnehmen. Wir machen weiter mit den Charts. Ich ziehe wie immer hier einmal den MetaTrader mit dem StereoTrader hier in Zusammenarbeit mit dem MTON Live Ticker bzw. Signal mit rein. Dann mache ich den Bildschirm mal noch groß. So, zack, da haben wir auch das da. Und jetzt sehen wir hinten schon die ganzen Charts am Laufen und wir blicken hier, wie ich das im aktuellen, der aktuellen Ausgabe von Tickmills täglichen Trading-Ideen auch gebracht habe, zunächst erstmal auf das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Das ist ja eine furiose Rallye gewesen, die wir hier in der letzten Woche auch gesehen haben. Da ging ordentlich die Post ab hier unten, begründet das Ganze im Bereich von 0,88700, dieses Support-Level, das hatten wir auch schon mal näher beleuchtet. Ja, und da unten ging die Post richtig ab. Kurz hier den Antester bei, was haben wir hier drinnen liegen? Wartet mal, die Zeilen nehme ich mal raus hier an dieser Stelle. So, einfach mal weg. Hier unten die 0,90600, dieses Widerstandslevel, bam, einfach durch wie ein heißes Messer durch die Butter. Bis oben rein 0,92091. Und wenn wir uns das mal anschauen, hier drüben, da gab es hier einige Verhaltensweisen, aber das hatte noch nichts genau damit zu tun mit dem, was wir hier oben dann sehen, da komme ich gleich auch drauf zu sprechen, sondern hier war dann einfach die Luft raus, 0,92, ein bisschen über 90 haben wir gesehen und seitdem, ja, strauchelt der Markt so ein kleines bisschen und hier müssen wir einfach an dieser Stelle mal den Tageschart konstatieren und sagen, welche Potenziale gibt es denn jetzt, weil zum einen natürlich, wenn wir jetzt direkt eine Korrektur bekommen aus diesem Level raus, wartet mal, ich muss euch das mal ganz kurz zeigen, hier, schaut mal, das ist der letzte starke Move nach oben. Und jetzt mache ich mal kurz die Entry-Bar hier noch mit an. Da haben wir sie. So, und das schaut euch das jetzt einfach mal an. Wenn wir hier bezogen auf diesen Balken, den wir an dieser Bildschirmseite haben, neben dem Chart, der fängt ja oben rot an, geht über gelb zu grün. So, und wenn wir das mal so sehen, wenn wir eine Korrektur auf relativ flachem Niveau sehen, also alles, was sich hier in diesem roten Bereich oben bewegt, das heißt mehr oder weniger einen Seitwärtslauf dort sehen, dann haben wir durchaus einen sehr, sehr weiterhin sehr, sehr starken Markt. Und ich denke, das wird so ein bisschen zum einen von Wirtschaftsnachrichten abhängen, aber zum anderen auch mit dem Thema, wie die Brexit-Verhandlungen hier weitergehen. Johnson hat ja gestern für seinen Gesetzesentwurf schon mal in der ersten Reihe grünes Licht bekommen. Das muss jetzt noch ein zweites Mal bestätigt werden. Aber es schaut wirklich so aus, als wenn es hier geht, dass sozusagen die ganze Sache mit der Inlandsgrenze, die ist noch längst nicht vom Tisch und da wird hart gerungen und je nachdem, wie das dann aussieht, kommt der Brexit wieder ins Spiel zum Thema harter Brexit. Und das ist das, was hier die Währung auch so stark treibt, also das Währungspaar hier. Und wenn wir hier an dieser Stelle Nachrichten bekommen, wo man einfach sieht, okay, der Markt reagiert hier mit Stärke und bleibt oben flach in der Korrektur hängen, das ist ein starkes Zeichen, dass auch gar keiner seine Position hergibt, weil dann sagen auch die Großen, Moment mal, wieso soll ich denn hier jetzt schon Gewinne mitnehmen, wenn wir davon ausgehen, dass in ein paar Tagen der Markt vielleicht oben bei 95 steht, da wären wir ja blöde, wenn wir jetzt schon die Kohle wieder hergeben und nur den kleinen Teil der Gewinne mitnehmen, wenn wir noch mehr oben rausbekommen können. Das wäre dieses Zeichen. Das ist auch die Oberseite, die wir hier haben. Das heißt, wenn wir aus der flachen Korrektur direkt oben drüber fliegen, ist der Weg sozusagen mehr oder weniger frei bis oben rein in die 0,95. Wir haben hier drüben, das habe ich mal ein bisschen skizziert, noch ein
leichtes Haltelevel, das kam aus dem unteren oder älteren Trendverlauf hier drüben raus. Schaut euch das mal an. Das ist das Untergeordnete und das hier drüben sozusagen, das war so ein leichter Haltebereich. Da hat der Markt immer mal reingespiked, aber immer wieder abverkauft. Da könnte es etwas Gegenwehr geben, muss aber nicht sein. Deswegen habe ich es hier auch nur in Magentafarben angekreuzt. Das war im unteren Verlauf. Das wird sich zeigen, ob es da wirklich etwas gibt. Ansonsten sehen wir halt, wenn es die Korrektur in die Tiefe des Charts hineingibt, dann sehen wir die Anlauflevel hier, natürlich dieses Ausbruchslevel auf der größeren Ebene hier um die grob über den Daumen 0,91,3 und dann hier unten im gelben Bereich sozusagen dieses Levels, da haben wir hier den Trendwendebereich. Ne? Hier sind wir drüber geflogen, hier war ein Widerstand und das ist dann oben rausgenommen worden. Das wäre das zweite Kauflevel, was wir von oben mal drüber hatten, um die 0,9060. Und das wäre auch hier eine mitteltiefe Korrektur. Das wäre auch charmant. Da müssen wir allerdings wirklich aufpassen, was der Markt überhaupt macht. Und zum Thema, was der Markt hier macht, da müssen wir jetzt mal ganz kurz in die Stunde reinklicken, weil da passiert momentan etwas, wo wir hinschauen sollten, um das Thema Korrekturentwicklung mit reinzugehen. Weil wenn wir uns diese letzte Entwicklung mal anschauen hier, wartet mal, ich nehme das mal ganz kurz raus, dass wir die Auswahl mal aufheben, dann zoome ich das mal etwas zusammen. So, und jetzt brauche ich mal mein Zeichnungstool, weil das, was ich jetzt hier einzeichnen möchte, trifft nicht genau den Kern der automatischen Trenderkennung. Der macht hier das Ganze zu fein oder zu grob. Schaut mal, nein, das ist der falsche Pfeil. Na, das möchte ich haben. Hier unten in diesem Support-Level hat diese ganze Aufwärtsbewegung angefangen. So, jetzt kann man sehen, diesen kleinen Zacken kann man mitnehmen oder nicht. Das spielt im größeren Bild hier keine großartige Rolle. So, schaut mal. Das ist der Bewegungstrendverlauf, den wir hier haben. So, und wer jetzt genau hinschaut, der sieht, aus rein technischer Sicht sind wir mal knapp hier unten drunter durchgelaufen, ja, unter dieses Zwischentief. Das heißt, wenn man es mal so sehen möchte, der Markt ist hier zumindest erstmal angeknackst. Na, wir haben es ja schon oft gesehen, diese alten Level hier unten, das sind Kauflevel, die werden auch mal angelupft und dann dreht der Markt wieder nach oben. Das ist das, wo wir jetzt einfach so ein bisschen also aufpassen müssen, wie sich der Markt weiterentwickelt. Wie schon gesagt, hier unten haben wir einen Drehbereich. Das ist die Marke ganz grob über den Daumen 0,9215. So, und jetzt haben wir hier an diesem Punkt Folgendes. Also, wir sehen es ja hier, der Markt trendet so ein bisschen nach unten. Wir haben den ersten Schub schon da gehabt. Jetzt sehen wir hier die Korrektur. Fällt er hier drunter, macht einen Trend. Das wäre dann die Tatsache, dass wir hier trendig unter dieses Level drunter laufen und damit das Ganze hier als Abwärtstrend haben. Das ist dann der korrektive Abwärtstrend zum übergeordneten Tageschart und der hat dann natürlich die Chancen reinzulaufen. Und da prüfen wir auch mal wieder die Chancen, die wir hier im Stundenchart haben und da sehen wir natürlich im Stundenchart als nächstes natürlich dieses große Kauflevel hier, das Ausbruchslevel aus dem Tageschart. Das ist ganz klar, die Marke von 91,30. Aber wir sehen unten drunter auch noch ein paar kleine Punkte, wo wir durchaus Pivot-Level sehen könnten und das sind hier die 0,9077 beziehungsweise hier das Zwischentief bei 0,9068. Diese Marke ist da, dann ist der größere Support schon wieder da und wenn wir dann tatsächlich drunter laufen, gut, dann können wir uns deutlich tiefer orientieren und da sehen wir es ja von dieser Stelle aus, was da noch kommen kann, wären dann diese Level, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben, also diese Punkte durchaus avisierbar, aber soweit ist es momentan noch nicht, denn wir bekommen hier erst einmal eine Antwort auf das, was jetzt hier passiert. Und noch eine Kleinigkeit möchte ich mal ganz kurz zeigen. Schaut, das ist jetzt die korrektive Phase. Das sehen wir hier schon, aber wir sehen halt unten drunter auch hier den Markt nach unten schwingen. Das heißt, das ist das, wo, ich sag mal, je nachdem, wie nah man den Markt jetzt tradet, muss man auf das schon achten. Und zwar, schaut mal, wir haben jetzt hier natürlich schon einen ganz, ganz kleinen Trend. Der ist ganz, ganz fein, ne, an dieser Sache. So, der ist jetzt natürlich auch schon da. Hier kommt es jetzt drauf an, so ein bisschen, wie man das Thema Außenstab, Innenstab sieht. Das heißt, diese Kerze, die wir jetzt hier haben, also diesen Rutsch da, das ist ja mehr oder weniger innerhalb einer großen Spanne gewesen. Das ist immer so ein bisschen hin und her. Der wichtige Fakt, den wir hier haben, ist, was passiert hier unten? Und da ist es jetzt an diesem Punkt total egal, ob man diesen Zacker jetzt für sich als Trend schon mit reinnimmt oder das Ganze als eine Bewegung sieht und dann das Gegenteil. Das spielt jetzt hier überhaupt keine Rolle. Ja? Wichtig ist,
diese Marke, wenn die nicht gebrochen wird, dann haben wir hier oben einen Seitwärtslauf, also eine Korrektur auf relativ hohem Niveau. Und das ist ein Stärkezeichen. Ja? Wer sich jetzt sagt, ich muss das unbedingt traden, der muss dann natürlich auch, wenn er diesen Trend hier als Richtungsgeber nimmt, muss er natürlich auch, da kann er nicht anders, da muss er auch ganz klar sagen, da brauche ich die Ziele auch extrem eng. Ja? Da liegen dann die Ziele nicht irgendwo hier unten. Die liegen da unten, wenn wir hier dieses größere Bild, was ich hatte, sozusagen zum Rahmendaten nehmen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber jetzt, um zu schauen, wie sich die Korrektur entwickelt, ist es wichtig, was passiert hier in diesem Drehbereich. Rutschen wir drunter, haben wir Chancen auf eine tiefere Ausdehnung, bleiben wir oben stark, ist das ein positives Zeichen. Dann können wir durchaus auch erwarten, dass der Markt nach oben läuft. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Als nächstes schauen wir hier zu den Australiern rüber. Das heißt, wir schauen mal ins Währungspaar Britischer Pfund Australdollar. Das Ganze auch mit Blick in ja die größeren Zeiteinheiten erstmal. Ich muss mal ganz kurz den Wochenchart anmachen, nur um mal zu zeigen, wo wir momentan hier stehen und wie extrem schwach dieser Markt hier aktuell unterwegs ist. Ich mache mal kurz die Trenderkennung raus hier aus diesem Bild. Das heißt, hier nehmen wir uns einfach mal kurz zur Brust, was wir hier sehen und wo wir momentan stehen. Heißt, wo stehen wir momentan? Schaut mal. Ich ziehe es mal einfach rüber. Das, was wir hier unten sehen, ist ein Supportband. So, in dieses Supportband sind wir reingelaufen. Ich mache das gleich mal noch grün, keine Sorge, damit man es auch gut erkennen kann hier im Bildschirm. So, jetzt haben wir hier das noch drauf. So, jetzt haben wir es. Also, das, was wir hier haben, hier unten, um die 1,74,3, ist ein Supportband. Wir sehen es, das hat hier hinten in der Historie immer wieder Anklang gefunden. Zuletzt hier unten dieser deutliche Rücksetzer und dann der Schub oben drauf, dann hier kurz dran gelaufen oder drüber gelaufen, dann diese mega Rally nach oben. Jetzt aktuell ist der Markt extrem schwach. Schaut euch mal die Vorwoche an. Der Markt ist hier gefallen wie eine heiße Kartoffel und diese Woche sieht genauso mies aus. Ja, wir haben den Versuch nach oben gehabt und jetzt Abverkauf komplett und wir haben erst Dienstag. Okay, ja, also an dieser Stelle sieht man mal, wie schwach der Markt hier ist und das müssen wir definitiv auf der Uhr mit haben, weil wenn das Wochentief der Vorwoche hier unten drunter unterschritten wird, dann ist der Weg frei hier in das nächste Kauflevel, grob die Marke, Entschuldigung, von 1,72, die kann man gut und gerne auf der Planungsuhr mit haben. Also da ist ordentlich Musik drin auf der Unterseite, wenn wir tatsächlich unten drunter durchführen, also hier unter das Tief der Vorwoche. Und das ist jetzt die Frage, was passiert hier unten? Weil wir wissen ja, dieses Level hier ist ein Unterstützungslevel. Und Unterstützungslevel haben nun mal die Eigenschaft, dass der Markt dort an dieser Stelle auch gerne mal rumdreht. Und das gucken wir uns jetzt mal eben kurz im Tageschart an, weil da sehen wir schon so ein kleines bisschen, was hier los ist, weil wir sind hier entsprechend natürlich aufgelupft, am Freitag schon eine leichte Gegenbewegung, hier am Montag erste Kursanstiege, jetzt ist der Markt wieder relativ schwach, aber das spielt jetzt erstmal keine große Rolle, was in der Vergangenheit gewesen ist, wichtig ist, was jetzt passiert. Ne? Und wir sehen halt hier, dass auch dieser Trend, der hier so schön nach unten läuft, wartet mal, haben wir den drinnen, also das ist der Arm hier, der letzte Bewegungsarm sozusagen. Und wenn man mal sieht, wie dieser Markt nach unten treibt, hier auch diese letzte Bewegung, dann ist das schon eine ziemlich extreme Abwärtsdynamik gewesen, die wir hier gehabt haben in diesem Bereich. Ne? Und was wir hier jetzt an diesem Punkt einfach mal konstatieren sollten, ist die Tatsache, erstens, wo haben wir denn rumgedreht? So, und wir haben rumgedreht hier unten in diesem Bereich, in diesem Verkauflevel, was wir hier gehabt haben, hier diese Marke, schaut mal, da sind wir dran gelaufen und direkt dort, wo wir dran gelaufen sind, hat der Markt hier wieder rumgedreht und dieses Rumdrehen sozusagen hat dazu geführt, dass der Markt erstmal wieder ein Stückchen nach unten gedroppt ist. So, jetzt steht die Frage aber, wie geht es weiter? Und damit wir sehen können, wie es weitergeht und welche Potenziale wir für einen Bounce haben, schauen wir uns einfach mal die trendige Bewegung dieser, sag ich mal, dieses Moves hier nach unten an. Ja? Weil wir sehen ja, es ist ein Trend ersichtlich und visuell wird das Ganze schön, beispielsweise im Stundenchart oder aber auch, ich zeige es euch mal ganz kurz, also das hier ist der Stundentrendverlauf und so sieht der 4-Stunden-Trendverlauf aus. Also das kann man sich jetzt aussuchen, sozusagen, was hier der Geschmack des einzelnen Traders ist. Auf alle Fälle sehen wir hier,
Der Rutsch ist da und der Trendverlauf ist auch gut erkennbar. Und wir sehen jetzt an diesem Punkt hier, beispielsweise hier im 4-Stunden-Chart, was los ist. Und für einen Rebound, also das heißt den Schub nach oben, brauchen wir selbstredend einen Aufwärtstrend. Das heißt, das, was wir hier sehen müssen, ist folgendes. Den ersten Move nach oben haben wir ja schon gehabt. Wie schon gesagt, alles im Sinne dieser Abwärtsbewegung ist also korrektiv. So. Und wenn wir jetzt hier unten kein neues Tief machen, das heißt in diesem Support umdrehen, ja, von hier rauflaufen würden sozusagen, dann haben wir die Chancen nach oben zu laufen. Das heißt, dann haben wir die Chance hier im Kleinen einen Aufwärtstrend zu machen. Und Level, an die wir ranlaufen können, die sind dann auch schon relativ gut zu finden. Das wäre zum ersten Mal hier dieses letzte Ausbruchslevel nach unten, ganz klar. Und das nächste, was wir bekommen, das haben wir hier dann oben drüber, die Zwischenhochs, die wir hier liegen haben an diesen Stellen. Das sind Marker, die wir da haben. Hier auch die 1,8065 spielt ebenfalls eine Rolle. Also diese Zahlen sind durchaus da und die haben Relevanz. Ja? Und deswegen zeichne ich die gleich auch mal ein. Das heißt hier dieses letzte Bruchlevel nach unten, die 1,7814. Dann haben wir hier das kleine Zwischenhoch, je nachdem wie weit die Korrektur auch liegt, bei 1,7925. Und dann, wie schon gesagt, wenn es extrem weit nach oben laufen sollte, hier auch der Schwungbereich mit Blick in den 4-Stunden-Chart auf die 1,82. Da muss man aber erstmal sehen, da ist schon noch einiges mit drinnen. Und wenn wir uns das jetzt mal auf dem Tageschart auch anschauen, das wäre dann tatsächlich hier, wenn man das mal sieht, schaut euch, ich zeichne es euch mal ganz kurz ein, das wäre dann eine extrem tiefe Korrektur hier, wenn man es mal so haben möchte an dieser Stelle. Also hier die Bewegung unten rein, hier auch wieder seitwärts getingelt, also hier unten rein, dann die Korrektur oben rauf und dann hat sich der Markt so hier nach unten bewegt. Und das ist das, wenn wir jetzt die Korrektur sehen, das sind die Anlaufpunkte, die wir aus dem 4-Stunden-Trend auch gerade gesehen haben. Und wenn wir eine weite Korrekturausdehnung bekommen, dann nehmen wir auch dieses Verkaufslevel hier auf Tagesbasis um die 1,8065 raus und haben dann die Chance auf die 1,82 knapp 9 zu laufen. Ob das soweit kommt, wie schon gesagt, ich weiß es nicht, das Potenzial ist da, aber wenn man einfach mal sagt, eine, sage ich mal, halbe oder eine halbe 50% Korrektur der letzten Bewegung, das ist dann schon was. Und wenn man sich das ganze Bild mal anschaut hier an dieser Stelle, hier im Lower Timeframe auch, und ich mache mal die Entry Bar kurz rein, dann sieht man auch hier, das ist ungefähr die Hälfte bei 1,79. Das wäre mal ein vernünftiges Level, wenn wir eine gute Korrektur bekommen. Die extrem weite Ausdehnung haben wir dann halt, je höher es geht, bezogen auf diesen letzten Move hier im British Pfund Australdollar. Und damit schalte ich rum zum dritten Währungspaar. Haben wir auch schon öfter hier besprochen in unseren Analysesendungen, und zwar britisches Pfund, japanisches Yen. Haben wir hier, da sehen wir es, extrem schwache Charts momentan. Das heißt, der Markt schnäpst hier einfach nach unten, wie auch hier, wie ich vorhin gesagt habe, wie eine heiße Kartoffel. Aber wir sehen hier aktuell eine leichte Bodenbildung. Und was wir hier in diesem Chart sehen, wartet mal, jetzt räume ich den Chart erstmal kurz auf, STRG-B drücken, dann bekommt man hier dieses Objektefenster und dann klicke ich einfach mal drauf und gehe einfach mal kurz durch. Dann räumen wir den Chart mal schön auf, machen den sauber. Hier hat sich nämlich über die letzten Wochen und Monate einiges angesammelt. Und damit nehmen wir das alles mal schön raus und wir können in einem sauberen Chart arbeiten, uns fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Und das, was wichtig ist, sehen wir hier. Wir haben hier innerhalb eines Charts, das ist der Tageschart, diverse Trendgrößen ineinander fließen. Und das kann uns durchaus auch gute Chancen geben hier für verschiedene Trading-Ansätze. Ich lege mal eben noch das ON-Live-Signal mit hinein in den Chart. Kurzen Augenblick, die Feineinstellung machen. So, zack, da haben wir es drinnen. So, und das, ich hoffe, dass man es jetzt gleich sehen kann. Was man hier sieht, ist einfach das Bild, was wir hier nach oben schwingen haben. Nummer 1, das große Bild. Der Markt trendet nach oben. Sieht man sehr, sehr schön auch. Wir haben steigende Hochs, wir haben steigende Tiefs. Das ist das große Bild. Das ist Nummer 1. Das ist, sage ich mal, der größte Trend, der hier entsprechend für uns sinnvollerweise zu sehen ist. Ich meine, das kann man immer noch nach oben schieben, ja. Aber das, was wir hier brauchen, ist einfach zur Entscheidung, was wir sehen. Hier sehen wir es, der letzte Bewegungsarm im Aufwärtstrend wird extrem stark korrigiert und zwar auch mit sehr, sehr hoher Dynamik. Das ist Nummer 1 und dann mache ich mal noch an den untergeordneten Zeitrahmen und da möchte ich mich, sage ich mal, fokussieren auf das, was wir hier gesehen haben.
den letzten Bewegungsarm und den sehen wir hier auch. Der Anstieg, steigende Hochs, steigende Tiefs, alles gut. Und wir sehen jetzt hier, der Markt hat das Ganze rausgenommen. Und die Stelle, wo wir jetzt verortet sind, ist halt interessant, weil wir halten an. Und zwar, schaut euch das mal an, das ist dieses Level hier um die Marke von 135, 30 bis 40 in etwa. Hier in diesem Drehmarker, und das ist jetzt ein Bereich, wo wir einfach schauen müssen, okay, welche Zeitrahmen gilt für uns. Wenn wir uns mal den größeren Trend auch anschauen, dann sehen wir einfach hier, ich mache den großen Zeitrahmen mal kurz rein, auch die Entry-Bar noch mal rein, dass wir hier schon in eine ganz ordentliche Korrektur gelaufen sind. Und diese Verortung, wo wir gerade drinstehen, das kann ich auch noch mal ein bisschen rüberziehen, das ist schon ein Kaufbereich, der Relevanz ist. Ne? Hier hat sich der Trend fortgesetzt, dieser Bewegungstrend. Hier hatten wir noch mal einen Antest dieses Trends, der lief dann auch schön nach oben. Und wir sehen hier in den letzten drei Handelstagen oder eigentlich in den letzten vier Handelstagen, dass wir eigentlich hier einen Markt haben, der sich stützt. Ja? Das heißt, hier in diesem Bereich bounce, der setzt der auf, und wir haben hier durchaus die Chance, dass der Markt, wenn es keine Seitwärtsbewegung wird, nach oben wegschiebt. Also wir sehen ja hier die Seitwärtsphase drinnen, unten die leichte Bodenbildung, oben wird es immer zu heikel, wird immer wieder abverkauft. Und da kommt es jetzt darauf an, wie sich der Markt entsprechend entwickelt. Zur Unterseite sehen wir natürlich die Anlaufpunkte hier, da haben wir die Tiefs des Trends, die wir liegen haben. Es ist die Marke von um die 134 und dann hier unten, ja, der Bereich des Zwischentiefs hier von dem größeren Trend, ganz grob die 131, 78, 80 hier in diesem Drehpunkt. Das sind die Marker, die wir unten haben. Und wenn wir uns jetzt diese letzte Bewegung nach unten mal anschauen, weil die so hochdynamisch gewesen ist, sehen wir hier natürlich nicht den Trend, wie wir den hier in der Bewegung gesehen haben, sondern einfach nur den starken Rutsch nach unten. Und hier kann man das schon erkennen im 4-Stunden-Chart, diese leichte Bodenbildung, die wir hier haben, also diese Range, die wir sehen, also hier oben drauf den Deckel und unten drauf den Boden. Das ist gut erkennbar, denke ich mal. Also hier, das ist diese rangige Phase. Und in diesen Sachen gucke ich mir gerne auch mal die Stunde an, weil da sieht man diesen Seitwärtslauf besser. Und da kommt jetzt drauf an, wenn wir tatsächlich ein Umkehrsignal bekommen, ja, wenn der Markt hier im Tageschart gerade an der Umkehr des großen Charts arbeitet, dann ist das hier die wichtige Bodenbildungsphase. Und was da für uns interessant ist, ist natürlich, wie verhält sich der Markt hier oben an der Oberseite bei ungefähr 136,60. Wenn wir drüber fliegen, haben wir gute Karten, und zwar nach oben weiter zu laufen. Wir haben zwar erst einmal hier oben noch dieses alte Ausbruchslevel liegen, das ist natürlich ein sehr, sehr naher Widerstand, aber wenn wir den auch rausnehmen, das wäre dann wirklich das Zeichen, der Markt will nach oben, und dann haben wir auch die Chancen auf der Oberseite. Das heißt, dann können wir uns auch sehr, sehr schön an den Zwischenhochs orientieren hier, die Marke von 138,35 in etwa. Und wenn ich es dann weiter zusammenraffe, sehen wir es schon hier, sind schön die Hochs am Liegen. Das wäre dann ein schön der Move in Richtung des ganz, ganz großen Trends an dieser Stelle, was wir dort dann haben. Aber dazu muss natürlich wieder die Stärke zurückkommen. Und solange wie das nicht so ist, sehen wir hier an dieser Stelle natürlich erst einmal sinkende Kurse, weil wenn der britische Pfund sozusagen schwächer wird, fallen die Kurse, und da müssen wir uns wirklich auf die Unterseite setzen. Und wie schon gesagt, das, was wir auf der Unterseite haben, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, das sehen wir hier so ein bisschen im Trendverlauf drinnen, das Haltelevel hier um die 135,30 und dann unten drunter der nächste Anlaufpunkt um die 134. Das passt alles gut. Passt für diese Sache. Damit hätten wir diese drei Währungspaare besprochen. Jetzt schaue ich mal kurz in die Fragen. Zoom stehen keine Fragen drin. Auf Facebook steht ein bisschen was. So, also hier wäre ich noch gefragt, wie ich Kakao sehe, ob ich den auch im Programm habe. Den habe ich im Programm, allerdings nur im Küchenschrank. Das heißt, an dieser Stelle aus aktueller Sicht Kakao hier nicht in der Liste drinnen. Die Rohstoffe, wir haben bei Tickmill einige Rohstoffe drinnen. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wen das interessiert. Hier an dieser Stelle einfach mal auf die Website von Tickmill gehen. Da kann man sich auch anmelden für die Webinare, und wen das interessiert, die Handelsinstrumente, auch die wirklich kompetitiven Konditionen. Schaut euch das an. Es macht wirklich Sinn, hier einfach mal drauf zu schauen. Und wenn wir uns die Handelsinstrumente einfach mal anschauen wollen, hier großer, weiter Währungsbereich. Wir haben Aktienindizes und Öl. Ich klicke mal ganz kurz drauf, da kann man es sehen. Habe ich getroffen, hier. So, wunderbar. Also hier sieht man sozusagen
alles, was hier handelbar ist. Also auch WTI haben wir da, wir haben Brent da, das ist da. Dann haben wir die anderen Rohstoffe, die wir hier haben. Das heißt, die Edelmetalle, wir haben Gold im Programm, wir haben Silber im Programm, auch zu sehr, sehr guten Konditionen. Also diese Sachen haben wir da und natürlich auch das Thema der Anleihen. Die spielen hier in unseren Morgenbesprechungen nicht ganz so oft eine Rolle, aber auch hier ergibt sich immer mal wieder eine gute Trading-Chance, das Ganze hier. Also einfach mal draufschauen auf die Website von Tickmill hier, das Ganze in den Handelsinstrumenten. Ich stelle ganz kurz mal noch die Links in die Chats mit rein. So, zack, einmal hier auf Facebook mit rein und das für diejenigen, die es interessiert, hier direkt auch nochmal in den Zoom mit rein, Das also hier an dieser Stelle der Blick in die Möglichkeiten, die wir hier zum Trading haben. So, das hätten wir und dann würde ich gerne nochmal, die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach, es ist 9 Uhr, kurz auf den DAX schauen. Passt auf, der DAX pendelt momentan auf relativ hohem Niveau. Wir sehen es hier oben drinnen zwischen oben 13.300 und unten 13.000, ganz knapp 100 hin und her. Ne? Das sehen wir, oben kommt immer wieder Schwäche rein, unten kommt immer wieder Stärke rein. Wir sehen momentan einen Markt, der sehr positiv heute auch wieder in den Handel geht. Ja, wir sehen das. Die US-Märkte haben gestern auch positiv in die Woche reingestartet. Das schwingt so ein bisschen mit. Auch die asiatischen Märkte sind zum Teil positiv hier an dieser Stelle. Und da haben wir durchaus die Chance, nach oben zu laufen. Wenn wir uns das Ganze jetzt im kleineren Bereich mal anschauen wollen, da muss ich es mal so ein bisschen zusammenraffen, sehen wir hier oben ganz klar den Schwankungsbereich zwischen 13.300 und unten sozusagen hier. In diesem Bereich der Boden in etwa hier in diesem Drehlevel. Hoppala, das war die falsche Marke. Tut mir leid, das wollte ich haben. Also hier, wo ich die blaue Linie gezeichnet habe, dieser Bereich unten. Das ist der Schwungbereich. Das ist das, was wir jetzt da haben. Die Range sozusagen. Und für die kurzfristigen Trader, ja, da sage ich an dieser Stelle immer wieder, die Trading Ranges, auch bei den Ranges, die FX Range, die nehme ich hier auch in Zukunft mal wieder mit unter die Lupe. Da hatte ich ja auch eine Anfrage bekommen, ob ich die nicht mal nochmal erklären kann, wie das Ganze funktioniert und worauf ich da achte bei diesen Ranges. Das mache ich hier in einer der edukativen Parts. Jetzt denke ich mal, im Herbst wird das wieder laufen. Jetzt aus aktueller Sicht sehen wir momentan, wie schon gesagt, den Markt gut in den Tag starten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo sind gute Anlauflevel? Und das ist in Ranges immer ein bisschen tricky. Ich sage meinen Tradern, die ich in den Ausbildungen habe, bei Ranges macht es Sinn, die Oberseite und die Unterseite zu beobachten, um dort die Trades abzusetzen. Ja, weil die Ranges haben in der Regel die Eigenschaft, dass der Markt von oben nach unten und von unten nach oben abprallt. Und einen Ausbruch tradet man am besten, also da sind die Erfolgschancen am höchsten, den Ausbruch tradet man am besten in Richtung des übergeordneten Trends. Ja, weil wir haben hier eine Korrektur auf hohem Niveau und das ist eine Seitwärtskorrektur in einem Trend und je nachdem, in welche Richtung der Trend läuft, wir wissen ja, Trends setzen sich in der Regel eher fort, als dass sie zusammenbrechen. Da muss man dann erstmal schauen, wie es geht. Hier der Tag ist halt übergeordnet long, das heißt, der Ausbruch wäre hier zu präferieren eher über die Oberseite. Aber aus heutiger Sicht gilt es einfach zu beachten, wir haben in Kürze ZEW und das kann das gesamte Bild ändern. Das muss man immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Die ganz kurzfristigen Trader können sich natürlich die Volatilitäten zunutze machen. Warum? Wir sind jetzt hier gerade im Median verortet und wir sehen ja auch, das Median, wo wir hier oben sind, die Marke von ungefähr 13.220 Punkten, findet momentan immer wieder Schwäche und wir sehen, wie der Markt gerade hier oben abdreht und wir sehen halt auch hier, dass wir im kleinen Bereich hier, das hier, schaut es euch an, den Markt etwas nach unten trenden haben, hier ganz grob. Ne? Das ist wirklich nur grob, aber er trendet nach unten. Und hier oben kommt halt plötzlich wieder Schwäche rein. Und wenn wir jetzt die Umkehr hier nach unten sehen und wir blicken mal in den 5-Minuten-Chart rein, dann sehen wir hier halt momentan, das ist der Ablauf von unten, der trendet nach oben schön, der Markt, in diesen Median rein.
Und wenn dieser Trend, wartet mal, sehen wir ihn? Jawohl, da ist er. Wenn dieser Trend gebrochen wird, das heißt, wenn wir tatsächlich hier unten drunter durchlaufen, dann haben wir erstmal wieder die Richtung nach unten da. Und dann könnten wir die Unterseite anspielen. Also je enger der Zeitrahmen ist, je näher sollte man dann natürlich auch die Ziele legen. Und da haben wir hier auch einige Stellen mit da. Schaut mal hier, dieser Bereich um die 13.180 Punkten. Das war hier das Ausbruchslevel. Hier oben hat man das Korrekturtief. Das ist eine Anlaufmarke. Und das ganze Spiel können wir nach unten in den 5 Minuten weitertreiben, indem wir uns einfach so ein bisschen daran orientieren, wo der Markt gedreht hat. Hier die Preise 13.169 und hier 13.158. Das ist das, was wir auf der Unterseite haben, falls der Markt aus dem Median nach unten spielt. Ja? Das haben wir da. Die Oberseite müssen wir natürlich auch beleuchten, wenn wir weiter nach oben hin mit reingehen. Da gehe ich nochmal kurz in die 5 Minuten. Da muss ich jetzt allerdings ziemlich eng zusammenraffen, weil, Moment, ich muss noch eins kleiner machen, weil wir haben hier einen wichtigen Anlaufbereich und zwar, schaut mal, das ist dieses Level, was wir hier in diesem Bereich haben, hier in diesem Zettel, das ist der Drehbereich hier oben, als hier unten drunter durchgefallen sind, hier die Marke von 13.200. Ja, ein paar eine 60 Zähler. Das ist die Oberseite. Das wäre mal der nächste Widerstand auf dem Weg zur Oberseite der Range. Und wir wissen ja nicht genau, wie sich der Markt hier weiterentwickeln wird. Deswegen, wir haben innerhalb der Range auf der Oberseite durchaus noch Anlaufmarker und auf der Unterseite den Charme natürlich auch. Und die Volatilität wird sich zeigen, wo es hier mit reinläuft. Gut, damit sind wir durch für heute, kurz nach Markteröffnung. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag und wir sehen uns morgen an gleicher Stelle wieder um 8.30 Uhr in der Live-Besprechung einiger Handelsideen. Und wie schon gesagt, bei Wunschmärkten nicht schüchtern sein. Was ich hier direkt mit in die Sendung reinnehmen kann, mache ich natürlich sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen und einen erfolgreichen Trading-Tag. Danke fürs Zuschauen.